Wir gucken uns jetzt die Schallausbreitungsberechnung im Freien an, nach der DIN ISO 9613 Teil 2. Egal, ob Sie eine schallabstrahlende Fläche haben oder eine im Freien stehende Schallquelle, ich habe immer einen Abstand zwischen der Schallquelle und dem Emissionsort. Und die Schallausbreitung, die kann ich nun untersuchen. Die Randbedingungen sind hier genannt und die Grundformel, die ich letzten Endes anwende, ist diese hier. Das heißt, ich kann berechnen einen entweder terzabhängigen oder einen A-bewerteten Schalldruckpegel, indem ich den Schallleistungspegel habe, zur Verfügung habe. Das kann die abstrahlende Fläche sein, aber auch die Maschine. Plus eine sogenannte Richtwirkungskorrektur DC abzüglich verschiedener Dämpfungen A. Und diese Schritte, also die Richtwirkungskorrekturen und die Dämpfungen, die schauen wir uns jetzt im Weiteren an. Schauen wir uns nun zunächst die Richtwirkungskorrektur an. Die Richtwirkungskorrektur DC besteht aus zwei Anteilen. Einmal das Richtwirkungsmaß einer schallabstrahlenden Quelle und ein Raumwinkelmaß d-Omega. Es ist eigentlich relativ einfach und selbsterklärend, wie das funktioniert. Für die Richtwirkung einer Quelle gilt, wenn Sie eine schallabstrahlende, eindeutig gerichtete Schallquelle haben, wie hier zum Beispiel eine schallabstrahlende Wand, hier grau hinterlegt, dann ist die Ausbreitung in Richtung dieser Wand, wird nicht weiter abgemindert. Wenn ich mir aber einen Emissionsort anschaue, der auf der abgewandten Seite dieser Schallquelle liegt, dann kann ich pauschal 20 dB abziehen, weil das Gebäude ja dazwischen liegt bzw. die Schallquelle eindeutig in eine Richtung weist. Das heißt, dieses Richtwirkungsmaß DI gilt oder kommt nur dann zum Tragen, wenn ich gerichtete Schallquellen habe oder schallabstrahlende Flächen. Und die Werte dafür, die sind hier angegeben, einmal für ein senkrechtes Bauteil und hier für ein nach oben gerichtetes Bauteil. Das Raumwinkelmaß d Omega, das können wir uns nun auch relativ einfach berechnen oder auch herleiten. Das ergibt sich nämlich aus der Anzahl der reflektierenden Oberflächen in der Nähe dieser Punktschallquelle. Wenn Sie sich vorstellen, dass eine Punktschallquelle im freien Raum irgendwo steht oder schwebt, dann breitet sich der Schall kugelförmig um diese Punktschallquelle aus. Das heißt, die Energie auf dieser Kugelschale wird an jeder Stelle gleich groß sein. Wenn ich jetzt in der Nähe der schallabstrahlenden Punktschallquelle eine reflektierende Oberfläche, zum Beispiel den Boden, anordne, dann kann der Schall sich natürlich nicht durch den Boden ausbreiten, sondern er breitet sich auf der Oberfläche einer Halbkugel aus, im sogenannten Halbraum. Und wenn die abgestrahlte Energie nun dieselbe ist wie bei der Punktschallquelle ohne reflektierende Oberfläche, dann ist die Energie auf der Halbkugeloberfläche natürlich doppelt so hoch, weil die Fläche nur halb so groß ist. Und da wissen wir ja noch, ganz am Anfang haben wir drüber gesprochen bei der Pegeladdition, dass wenn ich die Energie verdopple, ich den Pegel um 3 dB erhöhen kann. Also ist das Raumwinkelmaß plus 3 dB. Und wenn ich nicht nur eine Oberfläche in der Nähe habe, sondern vielleicht auch noch eine Gebäudeaußenwand, also zwei reflektierende Oberflächen, dann habe ich einen Viertelraum. Die Energie verdoppelt sich wieder, also Raumwinkelmaß plus 6 dB. Und das Schlimmste, was passieren kann, sind drei Oberflächen, also ein Achtelraum und das Raumwinkelmaß entsprechend plus 9 dB. Also ganz einfach, die Anzahl der reflektierten Oberflächen mal 3, dann habe ich mein Raumwinkelmaß d Omega. Also wäre zum Beispiel für eine Windkraftanlage das Raumwinkelmaß 0, und für alle Schallquellen, die auf dem Boden stehen, das Raumwinkelmaß 3. Für alle Schallquellen, die in der Ecke irgendwo oder an der Kante irgendwo stehen, plus 6. Und in einer Ecke befindlich, plus 9. Und dazwischen gibt es keine Werte. So, kommen wir nun zu den einzelnen Dämpfungen. Sie sehen hier alle Dämpfungen mal aufgelistet, also die Gesamtdämpfung A ergibt sich aus diesen einzelnen Anteilen A-Diff, A-Atmosphärisch, A-Ground, A-Bar
für ein Hindernis oder eine Lärmschutzwand und verschiedene Dämpfungstherme hinten dran noch. Und wie das Einzelne berechnet wird, das sehen Sie hier. Also die geometrische Ausbreitungsdämpfung, die habe ich immer. Ergibt sich aus dem Abstand hier. Die Luftabsorption, die atmosphärische Absorption, ergibt sich aus einem Wert, einem Absorptionskoeffizienten Alpha und dem Abstand geteilt durch 1000. Also den Abstand setze ich in Metern an, aber durch 1000 heißt, faktisch geht das also in Kilometern ein. Dafür gibt es dann für den Absorptionskoeffizienten Alpha eine Tabelle. Und das hängt jetzt davon ab, welche Temperatur und Feuchtigkeit in der Raumluft sind oder in der Atmosphäre sind, zwischen Schallquelle und Empfänger. Jetzt muss unsere Ausbreitungsberechnung ja unter allen Bedingungen gelten. Das heißt, wir nehmen die ungünstigsten Ausbreitungsbedingungen an. Und welche das sind, das gucken Sie bitte selber in der Tabelle nach und überlegen das mal. Dann gibt es den Bodeneffekt. Beim Bodeneffekt muss ich bestimmte Bedingungen einhalten, damit der Bodeneffekt überhaupt zum Tragen kommt. Wenn ich mir das mal anschaue, dann gibt es zwischen dem Sender und Empfangsort einen Untergrund, der kann absorbierend sein, der kann aber auch reflektierend sein. Also einen Bodeneffekt habe ich immer nur dann, wenn die Bodenoberfläche auch absorbierend ist. Das gibt es, den Bodeneffekt kann ich nach einem ausführlichen Verfahren berechnen, das ist hier entsprechend aufgelistet. Ich kann es aber auch vereinfacht durchführen, ist dann entsprechend hier genannt. Vereinfachtes Verfahren, Bodeneffekt. Unter diesen drei Bedingungen kann ich das durchführen und ich erhalte dann diese einfache Formel. Das ist die vereinfachte Betrachtung der Bodendämpfung. Jetzt fließt da noch ein Wert ein, den wir noch nicht hatten. Das ist die mittlere Höhe HM. Und das ist die Höhe, wenn ich die Schallquelle und den Empfangsort mit einer Linie verbinde, ist das die Höhe auf halbem Weg zum Untergrund. Hier ist noch die genauere Berechnung drin. Die sieht dann so aus. Ich habe also meine Schallquelle, ich habe meinen Empfangsort, den direkten Schallausbreitungsweg. Daraus ergibt sich dann diese grau hinterlegte Fläche F. Und wenn ich diese Fläche F durch den Abstand D dividiere, erhalte ich die mittlere Höhe HM. Und die fließt ein in diese Formel hier. Und auch da können wir verschiedene Parameterstudien vornehmen. Das ist Teil der Übungsaufgabe zu diesem Kapitel, um auch wieder Erkenntnisse daraus ableiten zu können. Nächster Dämpfungsterm, das ist die Abschirmung einer Lärmschutzwand zum Beispiel. Auch dafür gibt es ein genaues Verfahren und ein Tabellenverfahren, die Sie in Ihrem Arbeitsheft finden. Und darüber würde ich tatsächlich gerne das nächste Meeting mit Ihnen sprechen. Also untersuchen Sie bitte einfach mal diese Formeln und überlegen sich entsprechend der Aufgabenstellungen, die wir gleich uns anschauen, ob ich die Formel vielleicht sogar vereinfachen kann. Neben diesem rechnerischen Verfahren gibt es, und das will ich Ihnen auch kurz zeigen, da ist es, ein vereinfachtes Verfahren, das findet sich hier, Schutz durch Abschirmung, das nämlich als Nomogrammverfahren relativ schnell gute Ergebnisse liefert, die man für überschlägige Handrechnungen gut verwenden kann. So, das war die Dämpfung durch Abschirmung und dann gibt es sonstige Dämpfungsarten. Das kann Bewuchs sein, das kann in einem Industriegelände sein oder eine Bebauung, die zwischen Schallquelle und Empfangsort liegt. Hier dargestellt, also ein Bewuchs zwischen Quelle und Empfänger oder eine Industrieanlage zwischen Quelle und Empfänger. Man erahnt schon, dass diese Dämpfungstherme nur bei sehr, sehr großen Abständen relevant werden. Weil wenn jetzt ein Baum dazwischen steht, zwischen Quelle und Empfänger, wird das erstmal nicht maßgeblich sein, nicht maßgeblich zur Dämpfung beitragen. Und der zweite Punkt bei Bewuchs ist auch, ich muss immer sicherstellen, dass da auch Bäume stehen und dass die auch Laub tragen zum Beispiel oder nicht gefällt werden. Also wenn ich diesen Dämpfungsterm ansetzen möchte, muss ich als Verpflichteter, als Nachweisführender sicherstellen, dass der Bewuchs immer da ist. Und das
kann ich baurechtlich natürlich nur sehr schwer. Etwas Ähnliches gilt dann auch fürs Industriegelände oder Bebauung zwischen Quelle und Empfangsort. In der Praxis werde ich das berücksichtigen, wenn die Industrieanlage auch zu meiner Schallquelle mit dazugehört. Also wenn ich als BASF oder großer Industrieanlagenbetreiber tatsächlich mehrere Gebäude habe, kann ich die dämpfend berücksichtigen. Wenn diese Gebäude anderen Personen gehören und die damit machen können, was sie wollen, wird das Umweltamt wahrscheinlich nicht akzeptieren, dass ich das dämpfend ansetze, weil die Gebäude nicht sicher immer da sind tatsächlich. Also wir werden in der Praxis in der Regel diese sonstigen Dämpfungstherme tatsächlich oft, sehr oft vernachlässigen. Und genau das Gleiche gilt letzten Endes auch für die Dämpfung durch Gebäude hier. Die meteorologische Korrektur berücksichtigt unterschiedliche Windrichtungen, Windgeschwindigkeiten und so weiter. Die Ursprungsausbreitungsberechnung basiert auf einer Mitwindlage. Also ich habe von der Quelle zum Empfänger gesehen immer Rückenwind. Das ist ungünstig. Aber auf der sicheren Seite, insofern ist das emissionsrechtlich auch immer die Vorgehensweise. Und diese meteorologische Dämpfung werde ich nur in ganz großen Ausnahmesituationen ansetzen dürfen, wenn ich nämlich sicherstellen kann, dass es statistisch gesehen sehr häufig der Fall ist, dass ich eben nicht Rückenwind habe. Oder ich muss es sogar ansetzen, wenn ich weiß, dass der Rückenwind stärker ist als erstmal in der Grundbetrachtung. Also diese meteorologische Korrektur werden wir in Sonderfällen berücksichtigen, wenn es an große Abstände geht und wenn ich meteorologisch gesehen eine Auffälligkeit habe. Hier diese vereinfachte Berechnung nochmal der Abschirmung. Und kommen wir jetzt zu den Übungsaufgaben, um das Ganze mal zu untersuchen, den Einfluss der verschiedenen Dämpfungen. Schauen Sie sich bitte diese Aufgaben an und tragen mal die verschiedenen Dämpfungen für die hier genannten Abstände und Randbedingungen auf. Und dann werden wir das nächste Mal darüber sprechen. Wann muss ich welche Abschirmung berücksichtigen? Wann kann ich welche Abschirmung weglassen? Also für ein Handrechenverfahren sehr wertvoll, diese Erkenntnisse.